Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff Commons noch nicht so geläufig wie im englischen Sprachraum, aus dem er ja stammt. Können Sie ihn bitte kurz erläutern? Im deutschsprachigen Raum gibt es natürlich auch Begriffe für das, was wir unter Commons verstehen und was wir in diesem Buch auch beschreiben. Historische Begriffe wie zum Beispiel Allmende oder auch Gemeingüter. Aber diese deutschen Begriffe, die haben immer so eine Schlagseite. Ja? Die Allmende, die erinnern an die wirklich grassen Kühe auf Schweizer Almweiden. Die Gemeingüter, die erinnern so an das Anfassbare, die Güter, die Sachen, die irgendwie uns äußerlich sind. Und warum nicht? Nochmal dadurch, dass wir diesen Begriff Commons irritieren und auf den eigentlichen Punkt aufmerksam machen, nämlich dass es um den Inhalt geht und nicht so sehr die Verpackung. Und der Inhalt von Commons ist eigentlich nichts anderes als, dass Menschen Ressourcen, die niemandem alleine gehören, gemeinsam nutzen, aushandeln, wie sie gemeinsam genutzt werden können. Wer hat Zugang und wer nicht? Wer kontrolliert, wer darf nutzen und wer nicht? Wofür und wofür nicht? Und dass dafür Regeln aufgestellt werden müssen, dass Prinzipien folgen muss, die drei Dinge garantieren, würde ich sagen. Erstens, keine Übernutzung von Ressourcen, wie zum Beispiel Wasser und Land. Zweitens, keine Unternutzung, wie zum Beispiel Wissen und Code. Und drittens, kein unnötiger Ausschluss. Welche sind die bekanntesten Commons-Produkte? Also ich sehe ja Commons nicht so sehr als ein Projekt, sondern als eine Weltsicht, ein Paradigma, das eine soziale Praxis beschreibt. Und diese soziale Praxis, in dem Sinne als auch Projekte, die gibt es natürlich überall auf der Welt. Und die sind in der Geschichte immer präsent gewesen, aber wir müssen uns ja bemühen, so eine Idee von Commons, keine Übernutzung, keine Unternutzung, kein Ausschluss, also so eine Teilhabe und ein gemeinschaftliches Tragen, Verantwortung übernehmen für unsere gemeinsamen Ressourcen, immer wieder neu zu denken. Neu zu denken in einer globalisierten Welt, neu zu denken in einer digitalisierten Welt und neu zu denken in einer hochvermachteten Welt. Und in dieser Welt sind zum Beispiel die Transition Town Bewegung ein sehr bekanntes Beispiel, die einen wahnsinnigen Aufschwung erlebt in den letzten Jahren. Oder in vielen Ländern der Welt, beispielsweise in Mexiko oder in Nepal, sind der Großteil, also die Mehrzahl der Flächen, der Ackerflächen und der Waldflächen in gemeinschaftlicher Nutzung werden gemeinschaftlich bewirtschaftet. Die haben dann in jedem Land andere Namen. Und so im digitalen und kulturellen Bereich ist die Wikipedia natürlich ein sehr bekanntes Projekt und die freie Softwarebewegung, auf der im Grunde die gesamte Infrastruktur des Internets beruht. Inwiefern sehen Sie die Commons-Bewegung als Brückenkonzept zwischen Süd und Nord? Und was kann der Norden vom Süden lernen? Also ich glaube, da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich habe ja sehr lange in Mittelamerika und in Mexiko gearbeitet. Und dann auch diese Idee, das erste Buch tatsächlich, das ich zu diesem Thema publiziert habe, ist auch auf Spanisch erschienen. Und wir haben dort versucht, diese vielen unterschiedlichen sozialen Bewegungen, die ihr Land verteidigen, die ihr Wasser verteidigen, die Biodiversität verteidigen, zusammenzubringen mit der Bewegung für freie Software. Und das sind ja alles solche Strukturen und Menschen und Communities, die eigentlich aneinander vorbeiarbeiten. Ja? Jeder hochspezialisiert auf seine für sich genommen sehr wichtige Frage und darin gehen aber diese großen Allianzen verloren. Aus dieser Arbeit heraus habe ich eigentlich die Commons entdeckt, habe entdeckt, dass es eine Wiederentdeckung der Commons in der wissenschaftlichen Forschung gibt, habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und immer wieder versucht zu verstehen, was eigentlich das für die gesellschaftliche Entwicklung relevante an dieser Idee ist. Und in der weiteren Publikation haben wir auch die Sachen, die wir dazu machen, beispielsweise zum Weltsozialforum vorgestellt. Und letztes Jahr in Dakar auf dem Weltsozialforum gab es eine Veranstaltung, wir haben dieses Commons-Konzept vorgestellt und die vielen europäischen Teilnehmer haben ganz viel gefragt, ja, wie sich das sozusagen zum Markt und zum Staat und den modernen Begriff zum Individuum verhält und so weiter. Und dann stand einer auf, ein Ghanaer, wenn ich mich recht erinnere, und sagte,
Das ist das erste Mal, dass ich ein Konzept höre, wo kein Entwicklungsexperte, kein Soziologe, kein Politikwissenschaftler, niemand aus der Bürokratie der UN oder des Internationalen Währungsfonds oder wer auch immer kommen muss und mir erklären, was er meint, weil das ist es, was wir tun. Es ist eigentlich nur eine Beschreibung für eine soziale Praxis, die überall in der Welt anders aussieht. Und ich fand diese Anerkennung der Vielfalt politischer, sozialer und kultureller Praktiken in der Welt, die in diesem Begriff der Commons steckt, das finde ich eigentlich sozusagen den größten Reichtum auch für den interkulturellen und den politischen Dialog. Was uns vielleicht manche Communities oder manche Menschen im Süden voraus haben, ist, dass wir größere Mühe haben, uns von diesem Marktstaat Monopol zu lösen, Duopol zu lösen, weil wir natürlich zu Recht und auch historisch begründet sagen, viele Hoffnungen auf den Staat projiziert haben und viele Errungenschaften darin auch überhaupt nicht preisgeben sollten, sondern der Staat sollte wieder eine stärkere Rolle bekommen, um die Commons zu verteidigen. Aber viele Menschen im Süden waren schon nur von Markt und Staat verlassen. Das heißt, sie haben sehr viel mehr Erfahrung, praktische Erfahrung damit, auszuprobieren, wie das eigentlich geht, Regeln zu definieren, Wälder gemeinschaftlich zu verwalten, Boden gemeinschaftlich zu bestellen und so weiter. Und diese Dinge sozusagen als anstrengenden kommunikativen Prozess, die Commons sind ja kein Spaziergang, das ist harte Arbeit, so wie das Leben selbst sozusagen. Ich glaube, darin haben sie einfach mehr praktische Erfahrung als wir. Welche Beziehung gibt es zur Piratenpartei? Zwischen Commons und Piratenpartei. Diese Commons-Idee hat ja gerade im digitalen und kulturellen Raum von Aufschwung erlebt. Ja, also diese Auseinandersetzung darüber, wie wir eigentlich in der digitalisierten Welt Wissen, Kultur und Informationen reproduzieren. Das ist ja so Heimspiel für die Piraten. Ich finde sogar, die Piraten könnten sich die Commons auf die Flagge schreiben. Sie müssten erstmal wirklich drauf kommen und sie müssten es weiterdenken über den kulturellen und digitalen Raum hinaus. Ich glaube, das findet auch statt. Sie haben vor allem in ihren Prozedere, und ich glaube, da wir die Commons immer als soziale Praxis beschreiben, also als ein konkretes Prozedere, als eine Form der Kommunikation, sieht die Piratenpartei da total spannende Ansätze. Nur mal ein Beispiel. Sie haben diese Software des Liquid Feedback. Und diese Software ist quasi so programmiert, dass wenn Sie einen Vorschlag einbringen, dann können Sie nicht einfach dem Vorschlag widersprechen. Sie können den Vorschlag, das geht technisch gar nicht, Sie können dem Vorschlag im Grunde nur widersprechen, indem Sie das begründen oder einen alternativen Vorschlag vorbringen, sodass quasi automatisch diese Diskussion vorangetrieben wird, ohne nach diesem klassischen Ausschluss- oder Überstimmungs- oder Mehrheitsverfahren abzustimmen. Ich finde, Sie haben auch ein großes Potenzial, wieder Transparenz in die politische Debatte zu bringen. Das ist eine ganz zentrale Geschichte in den Commons. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie die Prozesse, gerade die Entscheidungsprozesse, nicht nur verstehen, sondern sie müssen in ihnen beteiligt sein. Ja, eines der wichtigsten Designprinzipien für gelingende Commons nach Nobelpreisträgerin Eleanor Ostrom ist zu sagen, dass die Nutzerinnen, die Menschen, die es etwas angeht, nicht nur die Regeln mitbestimmen können müssen, sondern sie auch mit verändern können müssen. Wo sehen Sie die größten Hindernisse für ein weiteres Prosperieren einer Gesellschaft der Commons? Und wie können sie am besten überwunden werden? Ich lasse es mal bei einem Hindernis. Ich glaube, das ist das allergrößte. Das könnte man das Vase-Kuss-Problem nennen. Dieses, Sie kennen es vielleicht, diese Bilder, so eine Art Schattenbilder, wo man eine Vase hat. Also entweder sieht man das Weiße innen als Vase oder man sieht das Schwarze außen als zwei sich aufeinander zubewegende Gesichter. Und der Punkt ist tatsächlich, man sieht das eine oder das andere. Und solange man nicht darauf kommt, das andere Bild wahrzunehmen, ist es völlig unmöglich, das andere zu sehen. Das heißt, das größte Hindernis sehe ich in der Schwierigkeit des Perspektivwechsels. Und das Interessante ist ja, ich habe die erste größere internationale Commons-Konferenz 2006 gemacht und ganz viele in Mexico City und ganz viele Menschen haben uns nach dieser Konferenz geschrieben,
damals für die Heinrich-Böll-Stiftung in Mexico City, und die schrieben uns dann alle, nachdem sie wieder zu Hause waren, und sagen, ich sehe jetzt überall Commons. Ich lese auch überall Commons. Ich bin überall mit diesem Gedanken konfrontiert. Und erst das ermöglicht es mir, mich damit auseinanderzusetzen. Und diese Entdeckungsreise, das kann ich Ihnen versichern, die ist hochspannend. Sie finden überall kreatives Potenzial und überall sehr viele gute Ideen, konkrete Probleme zu lösen. Eline Ostrom sagt ja immer, die Menschen wissen selbst am besten, was für sie gut ist. Das ist gar nicht abstrakt gemeint, sondern das heißt, on the ground, da wo das Problem gelöst werden muss und die Menschen darauf angewiesen sind, das zu lösen, werden sie das so lange ausprobieren, deswegen auch kein Schlachtfest, sondern ein Spielfeld, so lange ausprobieren, bis vielleicht tragfähige, langfristige Lösungen gefunden sind. Das kostet Zeit, das heißt nicht, dass wir auf diesem Wege bis 2050 die CO2-Emissionen um 90% reduzieren können. Das allein wird sicher nicht reichen, aber ohne das geht es auch nicht. Ja, vielen herzlichen Dank für das anregende Gespräch. Dankeschön.